Ich nehme mal an, die meisten von euch haben sich schon mit der Ukraine auseinandergesetzt. Im Moment sind die Berichte über die Ukraine mit sehr viel Tragik verbunden. Mir widmet die Folge dem Land, das noch einiges mehr zu bieten hat. 10 Fakten über die Ukraine, die du auch noch nicht gewusst hast. Die Ukraine ist auf Platz 3 in der Weltrangliste, wenn es um Bildung geht. Stand 2015. 99,8% der erwachsenen Bevölkerung können lesen und schreiben. Also praktisch jeder. Die Ukraine ist religiös sehr vielfältig. Man rechnet ungefähr mit 100 Religionen dort. Aber 70% der Gläubigen sind orthodoxe Christen. Der ukrainische Flugzeugkonstrukteur Igor Sikorsky hat Leonardo da Vinci's Traum vom Helikopter realisiert. Er ist der Erfinder der Heckrotor-Konfiguration. Noch heute ist ein Helikopterhersteller nach ihm benannt. Du wirst es nicht glauben, aber unter den Top 5 meistbesuchten McDonalds weltweit ist das drittmeistbesuchte in Kiew. Die tiefste U-Bahn-Station weltweit ist die Arsenalna in Kiew. Sie liegt 105,5 Meter unter dem Boden. Noch vor der französischen und amerikanischen Verfassung im 18. Jahrhundert hat der ukrainische Politiker Polyb Orlyk die Gewaltenteilung von Exekutive, Legislative und Judikative vorgeschlagen. Hast du gewusst, der geografische Mittelpunkt von Europa liegt in der Ukraine? Und zwar im Dorf Dilove. Zumindest hat man das auch im 19. Jahrhundert so festgelegt. Die grösste Wüste von Europa mit 160'000 Hektaren ist die Oleschki-Wüste. Und wer hätte es gedacht, sie liegt in der Ukraine. Kennst du die gegenstandslose Malerei? Der ukrainische Künstler Kasimir Malevich hat eine eigene Kunstrichtung erschaffen, der Suprematismus. Sein Werk, «Schwarzes Quadrat», ist eines der bekanntesten Gemälde im 20. Jahrhundert. Wir sind alle darauf bedacht, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Ukraine ist aber an der Spitze, wenn es darum geht, von Benzinmotorfahrzeugen auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Das waren die 10 Fakten zur Ukraine. Ich hoffe, ihr habt alle Namen richtig ausgesprochen, sonst korrigiert mich gerne in den Comments. Liket doch das Video, teilt es weiter, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder.